Okay, willkommen zurück bei Let's Fail mit Sticky Piston und Maupe für Hasute.de. Das ist mittlerweile Anlauf 3. Ja, wir werden das einfach weitermachen. Ich denke, wir werden das auch einfach nicht schneiden. Die Leute sollen doch ruhig live sehen. Ach, hier ist das, der Checkpunkt gesetzt. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja... Oh nein, ich hab schon wieder diese völlig nutzlose Waffe. Oh nein, und dann springt ihr in den Bist du gerade voll reingesprungen? Ja. Oh, ist das sinnlos, aber nicht durch die Waffe los. Ja, immerhin. Das, dafür hat es sich ja mal richtig gelohnt zu sterben, Alter. Wäre ich gestorben, ich hab nur... Nein, ich noch nie. Immer ganz entspannt. Mit Verlaub gesagt, sie sind ein Arschloch. Ja, müssen wir eigentlich so, so. Oh nein, ich hab einen Granatenwerfer. Oh nein, nutzlos Nummer 1. Sehr gut, ich bin getroffen worden. Da freut er sich. Ja. Also. Zwei dumme, ein Gedanke, oder ja. Wie sagt man so schön? Ey, dieses Spiel ist echt ganz schön anstrengend. Ja, das Gute ist, wir kriegen ja hier jetzt im Prinzip kriegen wir die ganze Zeit ja Punkte und. Oh nein! Und Alter, was war denn das, Alter? In dieselbe Falle reingefallen. Oh meine. Na, kann ich dir irgendwie helfen? Nee, Nee, du kommst wieder, da bist du doch schon wieder. Alles ist safe, alles ist gut. Ja, das ist natürlich das Gute, wenn wir diesen Rising-Modus spielen. Man kriegt an sich Erfahrungspunkte, kann sich dann so ein bisschen aufleveln. Weiß ich nicht, was hier gibt. Ich denke, bessere Waffen, ein bisschen bessere Leben auch. Achtung, Achtung, nicht weiterspringen. Zurück, zurück, zurück. Du Hirnikind. Oh, du wurdest gerade gefressen und ausgekotzt, Alter. Ja. Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir hier failen, wir können das Level dann einfach von vorne spielen mit besserer Ausrüstung, mit mehr Equipment. Und auch so ist es uns Idioten vielleicht irgendwann möglich, das mal zu schaffen. Ah, das ist so super. Also es erinnert mich ja auch ein bisschen an meine Kindheit irgendwie. Solche Spiele. Echt, du bist in deiner Kindheit auch immer durch die Wüste gerannt und hast dich verkleidet. Ja, und Leute abgeschossen. Immer noch. Das hat sich nach einer glücklichen Kindheit an. Stundenlang immer, ja. Du bist es halt, wenn man in so Wüstenvölkern aufwächst. Da geht's halt noch um richtig um die Wurst. Achtung, spring nicht wieder in das Ding rein. Nee, ich wollte das jetzt nicht. Oh, ich glaube, ich liege gerade ziemlich beschissen. Und es geht gleich so gut, los. So gut. Nee, ich stress bloß nicht. Ja, du Hirnikind, ich schieß einfach ab. Also, das ist eigentlich schon ganz nett animiert, muss man sagen, eigentlich. Ja, eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, Achtung. Ah, du, ja, ich bin so, ich bin ein bisschen langsam heute. Das mag dran liegen, dass... Ja, lass ihn nur nicht auf den Grund gehen. Hier ist ein Power-Up. Ja, sehr gut. Du brauchst das nötiger. Da, Waffe, Waffe, Waffe. Was ist das? Ist das ein Spreadgun? Nee, H ist, was ist das H? Oh ja, du kannst jetzt, wenn du X gedrückt hältst, kannst du den Schuss aufladen und kannst jetzt so ein Fett machen. So hab ich das. Du musst jetzt da unten diese Fass wegrotzen am besten. Genau so. Also immer schön X gedrückt halten, dass das. Ich schieß die hinter dir weg, du machst das nach vorne. Ja, mich erinnert das auf jeden Fall an früher, an irgendein Sega-Spiel, ich kann gar nicht sagen, wie es hieß, aber da hat man auch so zwei Sachen gespielt. Sonnen. Man war auch so ein Run-and-Gun-Ding irgendwie super geil, habe ich stundenlang gespielt. Ja, das war gut. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, Achtung, wir müssen das wieder oben abschießen auf jeden Fall. Ich wollte es ja aufladen und dann kam gerade los. Achtung, hinten, sehr gut. Das läuft, ich merke doch, das läuft doch jetzt. Wir sind noch voll drinnen. Oh. Nee, das war alles gewollt. Nice. Oder wie man hier sagt, schönes Ding. Ah, merkst du, der Skill entwickelt sich langsam. Ich glaube aber, dass wenn welcher das. Welcher Skill? Das sieht alles so ja, aus. Das ist ja Level 1, nicht? Also ich glaube, das, willst du mich das, verarschen? Das wird immer schlimmer. Also das es wird auf jeden Fall nicht mehr besser. Man darf da auf jeden Fall keine Erleichterungen machen. Ey, dieser Checkpoint ist ja absolut... Nein, ich hab doch nach oben geschossen, du Hirni. Ja, aber leider zu früh. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Motorrad-Session. Oh ne, erstmal noch die Hirnis platt machen. Oh, was? Die schießen ja nach unten plötzlich. Oh, nee, was das soll. Nee. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt muss ich erstmal checken, wie das Ganze also, funktioniert, Alter. Also, pass auf, du kannst dieses Fahrzeug mit links, rechts... Nach links, rechts, ja, und dann musst du springen, wenn der schießt. Und springen kannst du auch und schießen halt auch ganz normal. Also, genau, und dann musst du jetzt hier springen... Ich bin erstmal mit Ausweichen beschäftigt. Was ist denn hier los? Ah, jetzt ist das, da ist immer eine Schusspause. Okay, also immer noch 3 Schüsse machen, keine kurze Pause. Jetzt, nee, okay, doch. Nach 4 Schüssen. Okay, das war echt schön. Gehen wir hin. Okay, was passiert jetzt? Oh nee, jetzt macht er was Neues. Oder macht er was Neues? Nein, ich hör nie! Ich hör nie! Okay, aber wir haben es raus. Achso, wir haben es also schon raus. Wir ist das königliche Wir, meine ich mich. Meinst du? Oh ja, das ist ein scheiß Heatgun oder was. Wofür das H auch immer steht bei Flammenwerfer. Flammenwerfer mit H. Oh nein, ich bin voll reingesprungen.
Aber wir behindert sind jetzt, bist, jetzt schon wieder so scheiße, ey. Ich bin jetzt aber auch voll reingesprungen. Okay, wie war das vorhin mit dem Skill? Okay, hier, hier, das brauch ich. Oh, du Affenkind! Sorry. Du Affenkind, ich hab sowieso bloß eins, also eins schon weniger. Das Geile ist, man kann eigentlich die ganze Zeit den E-Knopf gedrückt halten und einfach die ganze Zeit schießen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Gibt es her. Oh nein, ich hab wieder den Granatenwerfer. Oh nein, der ist so kacke. Oh nein, ein Glück, ich wurde getroffen. Ein Glück, ich hab mein Leben verloren. Bist behindert, bist du... Achtung, jetzt pass auf, die zweite Plattform, Alter, die wird weggerotzt von dem. Nicht auf die große Plattform gehen. Also die hier geht, glaube ich, noch, aber nein. Oh, die auf jeden Fall nicht. Nicht auf die große gehen. Wenn der Typ kommt, dann... Dann warten wir kurz. Ich will das Vieh abschießen. Na bitte so. Okay, also ich spring rauf und dann springen wir wieder zurück. Weil der kommt jetzt hier gleich. Bist du dir sicher? Naja, irgendwas, irgendwo wird der, irgendwo kommt der wieder. Da, sag ich doch. Ach der. Bam, ha? Okay. Ja, wer hat recht? In your fucking face. Oh, du Penis, Alter. Diese Penen. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Penis? Penisse? Peni? Penani? Penisse, Alter. Ich weiß nur, dass die Mehrzahl von Anus Ani ist. Alter, pass auf, jetzt Achtung, wieder. Der frisst die zweite Stange. Vorsicht. Zack. Was? Von Anus ist was? Ani. Ani. Also oder Anusse. Ananten? Aber es ist auf jeden Fall nicht Anüsse. Das wäre zu lustig. Ahnen. Alter, die Dinger fliegen voll. Ey, die sind voll gegnersuchend. Die fliegen voll dahin. Wie geil ist das denn, Alter? Ich bin kurz. Musst du gar keine Mühe mehr geben, Alter. Ich bin kurz imbar. Ey, ist natürlich scheiße, weil du natürlich nicht selektieren kannst, auf welchen Gegner du schießen möchtest. Stimmt, dieser Laserstrahl hat gerade den kürzesten Weg genommen. Er nimmt ihn immer noch. Wie sinnlos, ey. Ja. Weißt du Bescheid, Junge? Aber beim Speed of Light ist das ja okay. Das ist ja so schnell, das ist ja im Prinzip egal, ob man dann. Das ist meins. Was auch immer es ist. Obwohl, nee, dann nimm du es ja. Ich hab Alter, ich komm da nicht mehr hoch. Doch, du musst links auf die Plattform. Hast du keinen Doppelsprung? Doch. Aber. Dann nehm ich's. Ich hab zwar volles Leben, aber ich nehm's einfach nochmal. Einfach weil ich's kann. Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich diese nutzlose Waffe. Wo habe ich die denn jetzt her? Ich wollte die doch gar nicht. Useless shit. Warte mal ganz ruhig. Das ist aber auch immer so ein Problem der Contra-Serie. Es gibt immer sinnlose Waffen. Im Prinzip ist nur die Machine Gun und diese Spread Gun oder Spray Gun oder wie auch immer sie heißt, das Einzige, was wirklich Sinn macht. Ja, man kannst du eigentlich diese Raketen, die der schießt, abschießen? Nee. Ja, kannst du. Ach, das ist. Deswegen einfach jetzt hier rumstellen. Okay, das war knapp. Okay, wir haben jeder noch ein Leben und gleich viele Trefferpunkte. Das heißt, wir, nein, nicht mehr gleich. Ich habe nur kein Leben mehr, weil das haben einfach das ganze Leben. Das haben einfach das ganze Leben weggesnackt eben. Super, ey. Ich stimme mich aber auch noch. Warte, wir machen kurz das hier. Wir schießen das Ding kaputt. Genau. Okay, auch glaub, hier. Das geht da nicht wirklich, ne? Ja, das ist doch, da unten ist ein. Na gut. Zack. Okay, also wir kommen jetzt gleich wieder zu dem Boss. Es heißt. Viermal springen und dann musst du übrigens mit dem rechten Trigger halten, dann kannst du nämlich nach hinten schießen, ohne dass sich dein Fahrzeug bewegt. Fuck, ja, das ist jetzt nicht wahr. Ich wollte es dir gerade noch sagen, die Typen schießen nach unten, denk dran. Okay, wir sind also wieder beide bei unserem letzten Leben. Es geht wieder los. Jetzt kommt diese Spinnen, was, whatever. Okay, es heißt ganz nach rechts fahren und dann springen. Und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal. Du bist raus. Und ich bin raus. Was? Wieso bin ich denn raus? Wann wurde ich denn getroffen? Scheiße. Genau, und jetzt musst du nach hinten. Genau. Einfach neben mit dem rechten Trigger bewegst du dann deine Karren weg. Und wir fangen von vorne an. Ah ne, unsere Credits sind vorbei. Wir fangen jetzt ganz von vorne an. Das ist schön eigentlich, Spiel. Wir haben nicht unendliche Continues. Wir fangen einfach ganz von vorne an. Ich würde sagen, das reicht eigentlich auch so. Eigentlich sollten wir jetzt irgendwie so Punkte kriegen, die wir ausgeben können für irgendwas. Entwickle deinen Charakter während des Spiels weiter. Ja, sehr gerne. Dann mach doch mal. Wollen wir nicht nochmal von vorne anfangen? Nee, wir machen das jetzt hier schon. Drück mal Stopp, wir machen. Wieso wird denn der nicht. Ich denke, man wird besser damit. Oh, geil, man kann sogar die Farbe wechseln. Wie geil ist das denn? Das sehe ich ja. Ist jetzt mit Y. Fett, ich nehme diese schwarz. Ich nehme die hier. Okay, dann nehme ich hier mal in Rot, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser unterscheiden. Okay. Okay. So, und wir fangen von vorne an. Nochmal bestätigen. Wie ist denn das jetzt mit diesem Entwickeln? Ich verstehe das gar nicht. Ich auch nicht, aber ich glaube, ich muss das auch nicht wirklich verstehen. Wir fangen einfach von vorne an. Wir machen einfach knall weiter. Ja, das haben wir euch ja schon vorgelesen. Wir fangen einfach von vorne an und es geht wieder los.
Bada bing, bada bing. Ladebildschirm. Lädt. Lädt. Ist eigentlich ein ziemlich komisches Wort, Alter. Ja, eigentlich ist ja nicht. Man müsste jetzt einfach sagen, wieder auf den Imperativ zurückgekommen. Ladi. Ladi. Imperativ mit ihr. So lade er. Natürlich bin ich bereit. Du bereit bist, wenn ich auch hier fett die Bombardierung nochmal. So, ist ja wie im Krieg, Junge. Wie im Krieg. Damals. Vor dem Krieg. Sie Gummistiefel noch aus Holz raus. Hat deine Mutter geschnitzt, oder was? Ja, Mann. Oh, das ist meins. Das ist meins. Gibt es her. Jawoll. Ach, komm, Abfahrt. Maschinengewehr. Gibt es her. Das Gewehr. Gibt es her, hier. Das Gewehr. Das ist der Leitspruch dieses Spiels, denke ich. Das ist mit dem mal ein bisschen durchgerusht, Alter. Ja, Mann. Ja, so eine Scheiße braucht kein Mensch hier. Diese ganzen volle Fans. Oh, nice. Nein. One. Oh, nice one. Ich du wolltest mehr Glück als Skill, Alter. Ich rotz die einfach jetzt weg. Ich mach's einfach. Jo, zack. Du Hirn. Nein! Meinst? Ja, oh, die Spreadgun, die ist super. Oh, wir sind so imbar, Alter. So, Alter. Jetzt wir sind so imbar, Alter. Wir sind so super imbar. Wir können jetzt eigentlich nur noch von uns selbst gestoppt werden, ne? Ja. Also im Prinzip sind wir, eigentlich haben wir schon gewonnen. Okay, komm, mal aufhören. Dann wie das. Das ist ja super. Ich finde das ja klasse. Oh, hinlegen. Oh, ausgezeichnet. Oh, nein, warte, was ist das? Das Machine Gun. Die nehme ich ruhig nochmal. Dann habe ich einfach doppelt. Da ist jetzt voll Rambo-Skill. Ach, die wird dann auch stärker, wenn man die zweimal aufhört. Ich hab doch jetzt ja, also, ich wollte gerade fragen, ob das die hatte ich doch vorher nicht. Ich hab doch davor nicht so eine Hammer krasse Schüsse. Boah, fett, Alter. Wir sind so. Also, super. Ich würde sagen, es liegt jetzt eher am Glück des. Ich will nicht sagen, Tüchtigen. Ja. Aber es liegt einfach am Glück. Naja, na ja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, nicht? Nur gepumpt halt auch super. Das ist schon geil. Achtung! So, jetzt hier. Ich rotze den Typ dort oben erstmal weg. Achtung, der unten kommt ein Schuss. Gut. Und jetzt heißt es noch. Nein, ich bin eh reingesprungen, ich Hirni. Wieso denn das, Alter? Ich weiß es auch nicht. Ich fliege noch rum. Ne, du kannst dich auch, wenn du auf dieser Plattform bist, einfach hinlegen und nach unten, also nach unten drücken und A. Und dann fällst du einfach direkt durch die Plattform durch. Ja, okay. Achtung! Oh, scheiße! Du, ich wollte das gerade mit dem nach unten drücken und ausprobieren. Okay, jetzt sind wir nicht mehr so unter euch. Die Waffe von. Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so blöd. So ein bisschen. Bleib doch einfach hier direkt unten rutschen. Du musst doch nur hochspringen und dann wieder auf dich fallen lassen. Zack. Oh Mann, so, Boss Nummer 1, das kann man ja schon fast als Speedrun bezeichnen. Und wir haben beide noch kein Leben verloren, aber unsere Imba-Waffen. Mm. So, diesen Abschnitt kennen wir ja ganz gut. Obwohl, nee, das war gar nicht der. Oh nein, du hast diesen scheiß Granatwerfer. Der ist so super kacke, Alter. Das ist der Hammer. Da gibt's auf jeden Fall Lebensenergie. Wer braucht die nötiger? Du wahrscheinlich. Ach, das hier ist Lebensenergie, oder was? Na, meistens ja. Da ist auf jeden Fall Leben drin. Das gefällt mir sehr gut. Obwohl, eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, ich hätte die genommen, weil. Obwohl, ist eigentlich egal. Eigentlich ist es egal. Wie kannst du nach unten schießen? Nee, ich bin ja. Indem du einfach nach unten drückst. Also, nee, hier ziel, also mit RT bleibst du halt stehen und kannst in alle Richtungen schießen. Und kannst halt zielen. Also wenn du den rechten Trigger oder den linken. Oh nein. Bist du ein bisschen bescheuert oder so? Oh nee. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen sächsisch reden, machen. Das ist noch besser. Nee, ich glaube, ich rede schon genug in dieser. Das, also was man auf jeden Fall machen sollte, ist, wir müssen auf jeden Fall noch das Wort unlängst und bisweilen einbauen. Ich glaube, das hast du gerade erfolgreich getan. Ich das ist meins. Oh nein, was ist denn das? Oh, ja, Spreadgun, Alter. Ich bin toll, jetzt sind wir wieder fast imbar, Alter. Ich bin kurz imbar. Warte mal, ich rotze erstmal das Ding weg. Achtung.